Hallo Leute, heute ist der 21.10.2020. Ich bin schon sehr müde. Ich habe aber heute gut geschlafen. Mit dem halben Schlafmittel. Was übrigens nach dem Video weiß ich es wieder. Dominal heißt, ich nehme jetzt ein halbes Dominal, 80 Milligramm, also 40 Milligramm davon, und ich weiß es immer nach dem Video, aber während des Videos fällt es mir meistens nicht ein. Und heute habe ich das Dominal noch nicht genommen, aber ich habe es in ein anderes Kästchen getan, weil wenn ich so müde genug bin, dann nehme ich nur die normalen Schlaftabletten und versuche ohne das zu schlafen. War eine Idee meiner Mutter. Ich weiß nicht, ob ich ganz überzeugt davon bin. Aber wenn ich es nicht immer brauche, ist es auch gut. Mein Augenlid hängt. Das sieht man am Schlafmangel. Heute war Corinna da. Es war relativ schön. Also nicht das Wetter, es war kalt, aber es war relativ schön mit ihr. Wir haben nicht so viel geredet, weil ich sehr müde war. Aber ich habe ihr einiges gezeigt, auch im Internet und so. Und ja. Es war ganz nett mit ihr und auch lustig, und am Ende hatten wir uns mehr zu sagen, bevor sie gefahren ist, also gegangen ist, und es war ein schöner Tag, aber ich war heute gar nicht draußen. Es hatte zwar 10 Grad, aber es war irgendwie kalt. Und wir hatten das Fenster immer wieder offen, aber zum Rausgehen hat es nicht gereicht. Und durch die Übermüdung ist mir gleich doppelt so kalt. Ich war heute duschen, bin um 9 Uhr aufgestanden, war duschen mit der Volkshilfe, mit einer sanierten Mitarbeiterin der Volkshilfe, und sie hat mir gut die Haare gewaschen. Und ich hoffe, das hält jetzt mal ein, zwei Tage. Irgendwie sind sie total vom Winde verweht und total zerrupft. Aber das ist halt leider so, wenn sie frisch gewaschen sind. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich habe es noch immer nicht geschafft, Christoph zu kontaktieren. Und morgen muss ich um 9:30 aufstehen. Oder um 10, je nachdem, wann sie vergessen. Oder nicht. Und ja. Ich hoffe, ich kann morgen besser aufstehen, weil ich war durch das Seminar, durch das halbe, doch schon sehr müde und habe mich sehr gequält und bin auch jetzt schon wieder sehr müde. Ich war gar nicht richtig wach heute, habe ich das Gefühl, und das ist halt immer blöd, wenn man nicht richtig ausgeschlafen ist. Aber naja, ich werde morgen mal Christoph kontaktieren, wenn wir Freitag mit Kerstin was ausmachen. Und dann mal weiter schauen.
sonst wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.